So, ich filme jetzt, muss ich meine Ansage machen. Eigentlich schon mal bereit. Willkommen. Ach, du machst es dann irgendwie. Willkommen bei Pokémon Go. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und hier der Lift Up Raider heute wieder mal am Start, ne? AKA Flo, der Flohige, wer kennt ihn nicht, ne? Wo ist der Rest? Hier verteilt, gerade schön am Grillen gewesen. Und wir wollen heute mal wieder ein Shiny entwickeln, weil die Ultra Woche 1 ist ja vorbei. Und letztens haben wir Visor zu Visenior entwickelt, Shiny die ganze Familie komplett gemacht. Und heute wollen wir Skorgler und Skorgrow entwickeln. Aber vorher möchte der Flo noch einen Lucky Trade machen. Dazu haben wir ihn immer hier aufgestellt, ne? Hallo Flo. Guten Tag. So, dann zeig mal, was willst du denn? Leckeres tauschen, das sieht man schon, ein garantierter Lucky Trade. Incoming. Ich habe gesagt, tausch doch mal so ein Rayquaza oder irgendwas. Irgendwas Sinnvolles auf jeden Fall, womit man auch kämpfen kann. Ja, so, mal gucken, was haben. Ich melde mich in 10 Minuten wieder. Gucken, wie weit wir dann sind. Wo ist hier die Vorbereitung? Hier ist nicht vorhanden. Deswegen, ich würde es immer nach WP sortieren und immer das Schlechteste gegen das Schlechteste, weil die können ja nur besser werden. Manche sagen, ach, nimm einfach das 2185er und tausch das. Das ist aber dann schon ein 98er. Das wird sicherlich schlechter. Jetzt hause einfach mal durch. Wir wissen ja, 2191 muss das 100er haben. Ob einer ein 100er dabei hat, wer ist eigentlich wer? Bist du links, bist du rechts, bist du in der Mitte? Bin links. Bist du? Ich bin links. Annika ist rechts. Annika ist rechts, ja. Das sieht man schon dran. Guck dir das an. Ah, Flo, der war ein bisschen links. Aber beides wird natürlich lucky mit 2168, 2176 rechts, das ist stärker. Links, das ist schwach. Gut, ist leider kein 100er. Trotzdem, garantierter Glückstausch. Was habt ihr zuletzt als garantierten Glückstausch gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wir wollen jetzt noch das Skorgler entwickeln. Dazu gehen wir natürlich auf die Pokémon, sortieren mal nach WP, geben nochmal schillernd ein, schillernd und machen Funddatum. Da haben wir nämlich hier ein Skorgler, das heißt Bubi-Score. Warum? Das hat mir nämlich Pupsi getauscht und die benennt ihre Pokémon dann immer um. Deswegen letztens auch die Frage, wo kriegst du denn immer die ganzen Shinies her? Das kann man sich so schon denken, mit dem laufe ich aber. Das andere hat ein höheres Level, das habe ich mir getauscht vom Buffing-Account und das wollen wir jetzt entwickeln mit einem Sinnoh-Stein und 100 Bonbons braucht das. 316 Bonbons, so viel sind das auch nicht mehr. Für die Entwicklung reicht es natürlich noch und dann könnten wir wieder einen neuen Buddy nehmen. Ultra Woche 1 auf jeden Fall komplett, alle Shinies bekommen. Fritzelblitz fehlt natürlich noch, da brauchen wir noch ein zweites. 1866 WP hat das und das ist schön. Hellblau, das sieht doch gut aus. Skorgrow. So, da watschelt noch jemand lang. Gucken wir kurz dahinter. So, das war's aber eigentlich von meiner Seite aus. Habt ihr auch Visor bekommen? Habt ihr Skorgrow bekommen? Habt ihr Skorglar bekommen? Nee, heißt das so? Jetzt aber, du verwirrst mich. Guck mal, wie es guckt. Was? Was macht der da? Das war's von meiner Seite aus. Schreibt mir rein, welche Shinies habt ihr bekommen, welche fehlen euch noch, wie fandet ihr Woche 1? Wir melden uns natürlich zurück in Woche 2 und gucken, was wir da alles bekommen. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.